Das ist wirklich eine sensationelle Entdeckung, die ein chinesisch-australisches Forschungsteam da gemacht hat. Denn obwohl die Milchstraße ja quasi unsere kosmische Heimat ist, wissen wir längst noch nicht alles über sie. Doch durch die Positionsbestimmung von hunderten speziellen Sternen haben Fachleute jetzt eine dreidimensionale Karte der Milchstraße erstellt und die enthüllt eine wirklich spannende Besonderheit unserer Galaxie. Klicks um Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Dieses Thema ist wirklich besonders spektakulär und es kommt von euch aus dem Klicksum Discord-Server. Vielen Dank dafür. Konkret geht es um die Milchstraße, von der Forschungsteams weltweit bisher angenommen hatten, dass sie relativ flach ist, bis auf die Ausbuchtung in der Mitte. Da hatten wir ja drüber berichtet. Sie stammt von der Kollision mit einer anderen Galaxie, die jetzt Teil unserer Milchstraße ist. Und schließlich erinnern auch andere Spiralgalaxien wie Andromeda beispielsweise an eine Scheibe. Und das ist ganz easy durch ein Teleskop zu sehen. Anders dagegen bei der Milchstraße. Sie ist eine Besonderheit und ihre Form ist nicht so einfach zu bestimmen. Das liegt ganz einfach an unserer Position. Schließlich ist die Erde ein Teil von ihr und befindet sich mitten in dieser Sternenansammlung. Die Milchstraße als Ganzes zu sehen, macht das unmöglich. Doch seit einiger Zeit gibt es Hinweise darauf, dass die Milchstraße vor allem in ihrem äußeren Bereich gar nicht so flach sein könnte, wie die Fachleute es bisher angenommen hatten. Doch wie soll man das herausbekommen? Ein internationales Forschungsteam bediente sich jetzt eines Tricks und bestimmte zunächst die genauen Positionen von 1339 speziellen Sternen. Konkret ging es dabei um junge, massereiche Sterne, die zur Gruppe der Cepheiden gehören. Das Besondere an diesen sogenannten kosmischen Meilensteinen, sie leuchten bis zu 100.000 Mal heller als unsere Sonne. Die Helligkeit dieser Sterne, die die Fachleute als Positionsanzeiger nutzen, unterliegt einem Schwankungsrhythmus. Dabei hängt die Länge des Taktes von der Leuchtkraft des jeweiligen Sterns ab. Somit kann nicht nur relativ easy die absolute Helligkeit des Cepheidensterns bestimmt werden, sondern auch seine Entfernung zur Erde. Auch die exakte Position am Himmel ist bekannt und somit gelang es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dann, eine dreidimensionale Karte zu erstellen. Und diese lüftet das bislang verborgene Geheimnis. Bei der Milchstraße handelt es sich um eine ganz besondere Spiralgalaxie. Sie ist alles andere als eben, sondern deutlich verformt, quasi tatsächlich krumm und schief. Auch wenn die Sternen- und Gasscheibe der Milchstraße relativ deckungsgleich sind, zeigt die 3D-Karte, dass beide auffällig verbogen sind. Dabei weichen die äußeren Regionen unserer Milchstraße von der Hauptebene der Sternenscheibe auf der einen Seite nach oben und auf der anderen Seite nach unten bogenförmig ab. Schaut man sich die Milchstraße in diesem Modell von der Seite an, ist sie leicht S-förmig. Dazu der australische Forscher Richard de Grees. In den äußeren Regionen der Galaxie haben wir zudem festgestellt, dass die S-förmige Sternenscheibe in einem zunehmend verbogenen Spiralmuster verformt ist. Die Form unserer Milchstraße ist damit ziemlich selten, allerdings nicht einzigartig, denn solch eine verzogene und verdrehte Spirale war auch schon bei anderen Galaxien beobachtet worden. Und genau diese Beobachtungen liefern auch Hinweise auf die Ursache der Verformung. Nach Ansicht des Forschungsteams könnte sie durch einen Drehmoment der rotierenden, massereichen inneren Sternenscheibe der Milchstraße begründet sein. Fest steht jedenfalls, die Erkenntnisse zur Form der Milchstraße könnten die Grundlage legen, die Geschichte der Milchstraße weiter zu entschlüsseln. Zudem könnte dieses Forschungsergebnis auch bei weiteren ungeklärten Fragestellungen helfen. Dazu Lisai Deng, einer der beteiligten Forscher. Diese Ergebnisse liefern uns eine neue Kartengrundlage für die Erforschung der stellaren Bewegungen in der Galaxie. Denn klar ist, mit einer Vorstellung davon, wie die Milchstraße aussieht, ist es sehr viel einfacher, Entfernungen von der Sonne in die Außenbereiche der Galaxie zu bestimmen. Danke auf jeden Fall für diesen spektakulären Themenvorschlag. Zum Discord-Server kommt ihr über unseren WhatsApp-Newsletter. Dafür hier klicken. In der Begrüßungsnachricht ist der Link. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.